und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Bilder rückwärts googeln, der Quizshow, wo unsere Kandidaten erraten müssen, was man denn bei Google eingeben muss, um dieses Bild in den Vorschlägen, in der ersten Seite angezeigt zu bekommen. Heutige Kandidaten sind der liebe Peter, Jonathan Hallo. Und natürlich auch der Brammen. Hallo. Ihr bekommt dann Punkte bzw. auch noch Hinweise. Am Anfang habt ihr gar keinen Tipp. Das heißt, dort bekommt ihr 3 Punkte, wenn ihr es direkt auf Anhieb richtig erratet. Danach werdet ihr gezeigt bekommen, wie viele Buchstaben denn das Lösungswort hat, beziehungsweise aus wie vielen Wörtern sich das zusammensetzt. Dort bekommt man noch 2 Punkte. Und wenn ihr dann ein vorgegebenes Wort noch bekommt und das fehlende Wort ergänzen müsst, bekommt ihr noch 1 Punkt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit unserem ersten Bild und ihr müsst mir sagen, was muss man denn bei Google eingeben, um dieses Bild rauszubekommen? Ich kann das gerne auch noch ein bisschen größer machen. So. Okay. Was müsste man bei Google eingeben? Sowas wie Mediakraft, IDG, KB Show, Gold 1 Networks, YouTube Agency und Contour TV rauszubekommen. Da wird fleißig getippt und wenn ich das richtig sehe, ist noch etwas angepasst. Das ist ein bisschen. Das ist interessant. Das kennt ihr, glaube ich, alles. Das ist vor allen Dingen auch ein Crap-Bild, muss ich mal ganz kurz sagen. Also das ist ja richtig billo zusammengeschustert. Mit Photoshop richtig toll die ja, Logos. Manche Sachen gehen bis an den Rand, manche Sachen nicht. Und Okay. Ich würde sagen, wir locken mal ein. Und gucken uns an, was ihr so vorgeschlagen habt. Peter hat vorgeschlagen YouTube-Netzwerke als allererstes. Ich wollte es allgemein halten, gechillt. Wir gucken uns einfach mal die Bilder an, die vielleicht auch dazu einfach ist. Stark. Peter hat direkt hier abgesahnt und das Bild getroffen. Das gibt direkt 3 Punkte für Peter. Alter, das hatten wir, glaube ich, noch nie, das ohne Hinweise einer direkt getroffen hat. Stark! Oh fuck, jetzt habe ich. Jetzt kommen wir mal zum nächsten. Brammen hat sich überlegt: Mediakraft, IDG, Tube Agency und Contour. Einfach die Firmennamen hier rausgenommen und aufgeschrieben. Hey, who knows, ja? IDG, Tube Agency und Contour. So. Oh, toll. Ich bin echt sauer, wenn meins nicht funktioniert. Brammen bekommt auch 3 geschmeidige Punkte. Das hat auch funktioniert. Ich bin echt sauer, wenn meins nicht funktioniert. Weil ich habe alles zusammengenommen. Jay hat's mehr oder weniger kombiniert aus Peter und Brammen. Ich kann quasi ich das hier stehen lassen. YouTube-Netzwerke, genau. IDG musste wegschmeißen. Okay. Ich habe genau das genommen, was Peter genommen hat. Mediakraft, Tube Agency. IDG nicht, aber sonst habe ich genau das so gemacht. Da wäre ich echt sauer, wenn das jetzt nicht funktioniert. Das wäre so geil. Dann komm schon. Okay. Ja, lächerlich, wenn nicht. Damit haben wir in der ersten Runde alle 3 Punkte bekommen. Belastend. Zum Warmwerden. Ja, sehr schön. Gib mal bitte einmal testweise YouTube Multichannel Networks ein. Das wäre der offizielle Begriff. Eigentlich auseinandergeschrieben. Auseinander. Ja. Und dann Networks. Ja, guck mal. Gott sei Dank habe ich da einfach nur das dullige YouTube-Netzwerke genommen, statt das offizielle. Okay. Der ist ja Englisch. Da findest du halt auch dann die Englischen. Und anderen. Ja, was heißt halt MCNs? Netzwerke auf YouTube wäre die Vorgabe gewesen. Dort wäre es auch rausgekommen und Glückwunsch an alle Kandidaten, die hier 3 Punkte abgesahnt haben in der ersten Runde. Aber jetzt geht's geschmacklich in eine andere Richtung. Oh!
Wir haben jetzt dieses schöne Bild. Es sieht auch kaum photoshopped aus irgendwie. Sieht irgendwie unrealistisch aus, wie die Wurst in diesem Brötchen ist. Ja, die hängt so am Ende. Ja. Die müsste doch rausfallen eigentlich. Also hier so links, das sieht irgendwie eigenartig aus. Ah, das passt schon. Das sind doch diese geilen Stockfotos einfach nur, die irgendwie geschossen haben. Weißt du, ganz ehrlich, wer macht auch so den Senf auf sein Würstchen? Das ist halt echt so. Das ist ja alles Bullshit. Und auch an der Stelle, wo der Senf das Brötchen berührt, wird der gar nicht platt gedrückt, weißt du? Das stimmt. Okay, aber vielleicht ist das auch gar kein Senf, sondern eins von diesen Gelees, die vorbereiten für diese Fotos, damit das ewig hell haltbar ist und schön glänzt. Das kann natürlich sein. Aber ich habe jetzt so ein bisschen Bock auf... Hätte jetzt auch Bock drauf. Okay, gucken wir mal, was ihr eingegeben habt. Fangen wir diesmal bei Jonathan an. Bratwurst, Senf, Stockart. Richtig? Oh, genau. Richtig. Bratwurst, Senf, Stockart. What? Was ist überhaupt nicht Senf? Ja. Wo ist denn da Senf? Also eine Bratwurst sehe ich hier auch weniger. Also weniger. Ich sehe sogar eine fucking Blutwurst, aber ich sehe keine richtige Bratwurst. Ja, und Scheiß. What das ist ja wohl eine Frechheit. Das sind mehrere Blutwurst-Fotos. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber das Gefühl, dass Bratwürste und Fleischtheke schon sehr, also dieses Fleischtheke.info-Ding, ich glaube, da könnte das herkommen vielleicht. Oh, stimmt. Sie sehen sehr ähnlich aus. Ja, das stimmt. Hast du recht. Kommen wir mal zu Brammen. Der hat einfach gesagt, Brötchen, Bratwurst mit Senf. Alles beschrieben, was auf dem Bild zu sehen ist. Oh, ja, und da haben wir doch... Ah, na klar! Da haben What the fuck, da ist es nicht bei? Da haben wir links einige... Links unten ist es doch. Ah, nee, das ist es nicht. Nee. Das ist ein anderes Brötchen. Hä? Das ist sehr nah dran, Bram. Aber leider nicht genau wie betrogen fühlen. Bild. Ja, passiert halt, ne? Hä? What? Das ist einfach nur ein anderes Brötchen. Ja, das stimmt, das ist sonst exakt das gleiche Foto. Es tut mir sehr leid, Bram. Das ist einfach nur eine sieht auch ein bisschen anders aus. Kommen wir zu Peter. Das ist Bram, Senf, hast du auch ganz klar falsch. Du musst das so machen, wie ich das jetzt mache. Bratwurst-Senfbrötchen. Das Bratwurst-Senfbrötchen nämlich. Was ein Glück. Sieht sehr ähnlich aus wie das von Bram. Was ein Glück. Und da gehen wir in der ersten Runde leider punktlos raus. Aber wir gucken mal, wie es in der nächsten losgeht. Denn ihr bekommt jetzt angezeigt, wie viel Blanks dort drin sind. Beziehungsweise aus welchen sich das überhaupt zusammensetzt. Und das blende ich jetzt einfach mal hier unterm Bild ein. Also es besteht aus drei Wörtern, einem langen, kurzen, so einem, Entschuldigung, das war das Falsche, was ich kopiert habe. Entschuldigung, das... Ich dachte auch schon. Das sollte so nicht sein. Das ist das Richtige. Ein mittleres, ein sehr kurzes und etwas längeres Wort. Wie werden Umlaute gehandhabt? Ö und sowas. Wegen zum Beispiel Thüringen. Ja. Würde Ü auch drinstehen, nicht UE. Mhm. Okay. Ja, dann. Also. Dann ist jetzt ist einfach. Ich habe, dann ist jetzt easy theoretisch ich schon. Habe hier drei Antworten von euch stehen. Ich logge mal ein. Drei gleiche? Ich weiß jetzt nicht, also. Stimmt, oder? Bestimmt. Mal gucken, was Peter, Bram, Jay so getippt haben. Wurst im Brötchen. Oh, scheiße. Und da ist die Wurst im Brötchen. Jawohl. Aber ich hab innen geschrieben. Nur ich habe auch innen geschrieben. Oh, ich nicht, meine Freunde. Oh, das wäre mir beinahe durch die Lappen gegangen. Wurst, also Peter bekommt auf jeden Fall schon mal 2 Punkte. Aber Wurst in Brötchen. Das, meine Freunde, ergibt... Was anderes. Was anderes.
an einem Buchstabe entscheidet. Ich raste aus. Scroll mal runter. Alter, Wurstbrötchen ist nicht das Richtige. Es ist auch nicht bei. Es ist. Alter, was ist das denn Geiles? Das ist überhaupt nicht dabei. Wurst im Brötchen war sehr relevant. Tja, Bram, schade, ne? Stark Peters mit. Er kennt sich einfach mit Würstchen besser aus. Ein Haken zu wenig. Und ja, das ist halt echt so ein Fisselding einfach so. Kommen wir zu Bild Nummer 3. Was muss ich denn jetzt eingeben, um zu diesem Bild zu kommen? Dort. Das sieht aus wie so ein ohne Thumbnail Hinweis. Von einem YouTube-Video. Das ist nicht die richtige. Sieht richtig unprofessionell Billo aus. Aber es ist nicht die richtige Bildverhältnis. Das ist nicht mehr Wurst im Brötchen, aber vielleicht auch. Das Wurst im Brötchen-Ding, das ist belastend gewesen. Sicher mal. Schwierig. Na, Moment. Ich kann euch sagen, das wird, glaube ich, wieder sehr unterhaltsam. Okay. Ja, dann weiß ich nicht. Können wir es jetzt überhaupt schon? Ja, ich habe. Ja, also gerade beim ersten habt ihr es ja auch direkt hingekriegt, also. Schauen wir mal. Die Münsterländer Wurstbrötchen, die lachen mich da an. So ihr schön. Habt da ja schon nett was eingegeben. Ja, mach die mal echt schnell weg. Fangen wir mal an mit Brammen. Verbrecher knackt Auto Tür. Okay, ja. Fair enough. Da sehen wir auch sehr ähnliche Bilder. Boah, guck mal, der Link also da oben ist so derselbe Typ, ey. Echt das nah dran, ey. So, ey. Das ist echt unlucky. Tja, Bram, leider nicht dabei, aber vielleicht hat Jay ja den richtigen Riecher mit einem Tutorial. Nee. Du hast es falsch geschrieben. Tutorial. Da haben wir Autoknacken Tutorial von Jonathan. Hast du Enter gedrückt? Ja. Okay. Könnt ihr nochmal Enter drücken? Da sehe ich leider auch aber Bram gut. Vielleicht sogar noch einen Ticken näher dran. Tutorial finde ich halt mega. Das sieht halt so aus. Das gute Autoknacken-Tutorial. Das sieht halt so aus. Peter geht eher so mit dem offensichtlichen Autodiebstahl und der Türgriff ist hier ganz relevant. Autodiebstahl, Türgriff. Das vierte mit der Bild, Werbung, die nimmt mir ja Bilder weg. Das ist ja eine absolute vierte Oberfläche. Bild in Zeile 2 finde ich super. Werden, von innen. Werbung werden wir wegscrollern. Das ist das Schmutz. Ja, von innen die Tür knackt. Also, wenn das Fenster offen ist, ja, gar kein Thema. Aber ja, okay, war dann offenbar auch nicht richtig. Sind wir das. Nicht dran. Zwar in der Nähe, aber wir kommen mal zu unserem ersten Hinweis. Ihr bekommt jetzt hier eingeblendet, was denn die Wörter sind, aus denen das zusammengebaut wird. Recht kurze What? Wörter. Vier Buchstaben, zwei Buchstaben und dann wieder vier Buchstaben. Hä? Interessant. Münze im Türgriff. Neuer Trick von Autodieben. Alter. Wenn eine Münze im Türgriff steckt. Oh, es klingelt. Kurz zur Tür. So, unser Jonathan hat auch eingegeben und komm. Oh. Einmal kurz noch. So. Oh, oh, oh. Jonathan hat nochmal leicht berichtigt. Ja. Fangen wir doch einfach mal mit dem lieben Brammen an. Der hat hier einen halben Roman geschrieben. Ja, ich konnte mit den Lücken nicht so viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Mit Schraubendreher okay. In Auto einbrechen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Oh, oh. Nah dran. Oh, das ist oh, schon wieder zu. Oh, das kann doch nicht wahr sein, wie viele ähnliche Fotos es gibt. Ey, das kann doch nicht wahr sein. What the aber fuck, aber nicht das gesuchte Bild, leider. Bram, guter Gedanke. Leider nicht zielführend. Kommen wir zu Peter. Der hat sich gedacht, Mensch, aus den Wörtern Dieb am Auto. Passt von den Buchstaben her. Oh. Aber oh. Dieb am nee. Auto hat oh, leider
eher eine Brechstange als ein Schraubendreher oder andere Tools mit dabei. Leider auch nicht zielführend. Belastend. Jonathan dachte sich aber dasselbe Dieb am Auto. Ach so, und okay. Ist deshalb genauso weit wie Peter. Das heißt, diese Runde ist auch noch leider eine Nullrunde. Und ich gebe euch ein Wort jetzt vor. Und das ist... Welcher Auto? Dieb. Oh. Dieb ist das erste Wort. Wait, what? Dieb ist das erste Wort. Dann und Sagt mir Bescheid, wenn ihr... Bescheid. Ja, ich bin durch. Okay. Peter auch? Ja, ich bin auch durch. Hier hat sich einiges getan. Ich werde jetzt sehr viel schreiben müssen. Ihr seid euch einig, dass das letzte Wort Auto ist. Und das ist in der Lösung auch so. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, ob Peter und Jay denn richtig sind oder Bram. Denn Peter und Jay haben... Ich bin sauer. Ich habe nämlich an gerade noch bei der anderen... Ich habe das gerade noch geändert gehabt. Dieb an Auto hatte ich vorher. Ja, come on, Alter. Das sind schon wieder Punkte wegen einem N und einem M. Ja, wo ist es denn? Ach da! Jo, stimmt! Alter. Das ist so lächerlich! Jonathan bekommt einen Punkt und Peter bekommt einen Punkt. Alter, das Jonathan sind halt einfach drei Punkte, die mir fehlen wegen der Scheiße. Wegen einem M und einem N, was ich zweimal vertauscht habe. Alter Vater. Das ist halt manchmal wichtig. Ist belastend. Und Bram dachte sich, könnt mich mal im Auto... Ist vielleicht auch so eine Sache, die man machen kann. Ja, an und am bin ich gleich gekommen. Leider nicht. Aber ist okay, ein Punkt ist nicht so schlimm. Ein Punkt das ist doch der gleiche Typ, das ist doch eine Bilderserie da. Ja, ich glaube auch, die haben den einfach mehrfach einbrechen lassen. Ja. Kommen wir zu unserem vierten Begriff. Beziehungsweise vierten Bild. Denn wie kommt man denn auf Google zu diesem sehr süßen Bild? Hat Peter Punkte schon bekommen? Peter hat schon Punkte bekommen, ja. Alle klar. Peter und Jay haben jeweils einen Punkt bekommen. Dieses süße Bild, wie bekommt man das denn googelt? Muss mal kurz etwas tun. Aber lasst euch nicht aufhalten. Ah. Oh. Das sind dann nochmal Bisamratten, ne? Ja, genau. Die Peter gerne isst. Ist das relevant? Weil das ist relevant. Was für ein Tier das ist? Ich glaube schon. Stark ich kann mir schon das vorstellen, dass das relevant ist. Ja, könnte sein. Also Peter sieht da immer noch den Dieb am Auto. Ja, ich bin am überlegen, wie ich es formuliere. Ich kann euch den Tipp geben, es sind maximal 4 Wörter, die wir zumindest in der Vorgabe haben. Das heißt ja nicht, dass man mit was anderem das nicht ergoogeln kann. Generell oder hier jetzt? Nee, insgesamt bei dem ganzen Quiz. Okay. Bram macht aber wahrscheinlich wieder einen SEO-Roman. Wir haben dahin. Ja bei Bram vorhin schon gesehen, dass es auch anders geht. So, Bram hat sich 4 Wörter ausgedacht, die dazu passen, finde ich gut. Und ich würde mal einloggen. Fangen wir einfach mal an mit Peter. 3 Erdmännchen schauen sich nicht staunen. Um. Schauen Scheiße, ich hab mich verstanden. Sich um. Oder du? Peter, die 3 Erdmännchen schauen sich um. Wir sehen sehr viele Erdmännchen, die sich umschauen. Ach komm schon! Aber was ist das denn für eine Scheiße? Genau die Tiere, die wir jetzt hier auf unserem Bild haben. 3 Erdmännchen sind auch nice. Das ist ein bisschen plüschiger. Oh, Peter, die 3 Erdmännchen hätten bestimmt gereicht. Oh, bitte nicht. Guck mal, gehen wir mal zu Brammen. Der ist sehr ähnlich. Oh, 3 Erdmännchen. Schreibt's auch noch ausgeschrieben. Muss bei Erdmännchen noch ein N wegmachen, habe ich ein Tippo drin. Das macht Google ja eh. Ah ja, komm. Los. Stehen aufrecht.
Abraham. Oh. Drei Erdmännchen stehen aufrecht. Mama hat ein Tippo drin. Sehen wir jetzt. Aber wir wissen ja, ein Buchstabe kann manchmal sein. Ja, das ist richtig. Aber Bram, Google korrigiert dir das ja automatisch. Ja, aber vielleicht korrigiert Google das ja in manchen Fällen nicht automatisch. Ja, das stimmt. So, Jonathan. Vielleicht mit dem besten Tipp, wer weiß. Erdmännchen im Zoo. Was sehen wir denn hier? Auch drei Erdmännchen auf den Bildern. Das kann ich aber nicht genau diese. Kommen wir zu unserem ersten Hinweis. Wir sind jetzt hier bei vier Buchstaben. What? Und ich kann euch sagen, Erdmännchen ist vielleicht doch nicht so relevant. Denn wir haben erstmal fünf Buchstaben, dann drei, dann vier und dann sechs. Okay, wait, what? Da wird es schwierig mit Erdmännchen. Zumindest in der Vorgabe. Ne? Also, wie gesagt, man kann ja auch andere. Viele Wege führen nach Rom. Scheiße. Ich finde das geil. Ja, ich bin fertig. Ich finde das geil, was hier ist. Hier wird sehr hart gestruggelt. Ja, mach ich so einfach. Finde ich das schwer. Ich weiß auch nicht, ob es die Vorgabe einfacher macht oder schwieriger. Ich glaube schwieriger, weil man sich so reinzwängen muss in ein bestimmtes Muster. Ja, das kann man wohl sagen. Okay. Na, Jonathan, schreib noch. Bist du zufrieden, Jonathan? Ja. Sehr nice. Fangen wir einfach mal an. Schauen wir mal, ob ich zufrieden bin gleich. Mit einem sehr lustigen Beitrag, wie ich finde. König der Löwe. Er kommt übrigens von Peter. Timon. Ist falsch geschrieben. Ja, das ist. Hat es falsch geschrieben? Timon wird ohne IE geschrieben. Ohne IE geschrieben. Aber das ist ja irrelevant. Denn wir bekommen nicht das gewünschte Bild raus, sondern einfach Timon aus König der Löwen. Na, okay, das ist überraschend. Ja, wundert mich auch, dass Google... Ich jetzt auch nicht gerechnet. Dass Google da nicht das rausfindet, was wir hier suchen. Gehen wir weiter mit Brammen. Drei Erdmännchen. Diesmal auch mit Doppel-N. Drei Erdmännchen. Wer? Oh, da sind viele Erdmännchen. Alter. Aber... Aber immer die drei ist schon nicht unwichtig, tatsächlich. Gefühlt habt ihr, das stimmt. Sind echt häufiger dann drei. Okay. Leider auch nicht. Und Jonathan hat sich auch gedacht, drei Erdmännchen, ne? Und dann gehen wir auch mit stehen auf Mauer. Wir werden ein bisschen spezifischer. Ah. Drei Erdmännchen stehen auf einer Mauer. Alter, wer hängt keine Mauer? Ey. Holy shit, wer hängt sich denn krasse Erdmännchen in sein Wohnzimmer? Ach, scheiße. What the fuck? Was ist denn das für ein Riesenbild? Oh mein Gott. Aus. Holy shit. Ja, cool. Leider auch nicht dabei. Alter, voll tricky einfach. Okay, ich gebe euch jetzt einen Tipp, ja? Und weil ich habe mich gerade umentschieden, nehme ein anderes Wort. Ihr reitet so auf der 3 rum. Aber in der Lösung steht eine 2. Jetzt ist... Ich gebe euch noch einen Tipp. Ihr müsst ein bisschen abstrakter denken. Ich bin lost. Okay, ist easy. So. Bram, 3000 IQ. Oh, finde ich... Das muss es sein. Das erste passt nicht, aber ich gehe aber davon aus, dass du da was vergessen hast und nicht ich. Ja, ich glaube auch, Bram. Also auch der Moderator macht mal Fehler, beziehungsweise die Redaktion. Wir sind alles nur Menschen.
Okay, mir fehlt da jetzt eine gute Idee, muss ich leider sagen. Peter ist immer noch bei König der Löwen. Ich habe eine gute Idee. Schreib Pumba. Ja, genau, mach Pumba. Schreib Pumba. Ey, what the fuck, ey? Ich bin komplett lost gerade. Das war genau der richtige Hinweis, glaube ich. Ja, wenn du einen schlechten Hinweis geben wolltest, ja. Peter. Ja, der hätte auch das Wort davor nehmen können, das wäre und. Ich weiß auch nicht. Nee, das ist nicht und. Doch, das muss und sein. Nö. Doch, siehst du ja gleich, wenn ich das schreibe. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass das und ist. Muss und sein. Und beim ersten fehlen zwei Striche. Okay, ich habe keine Ahnung, Alter. Ich bin gerade so glücklich. Alle warten wieder auf den Peter hier. Mann. Ja, ich bin komplett. Okay, Peter. Ich bin komplett lost, Alter. Die anderen haben ja schon eingeloggt, ne? Ja. Warte mal ganz kurz. Warte mal. So. Warte, warte, du, da. Peter, da fehlen jetzt aber zwei, ne? Aber das ist ja irre. Ja, ist mir scheißegal. Keine Ahnung, ey. Also, Peter hat, nachdem er drei Erdmännchen häufiger hingeschrieben und wieder weggemacht hat, folgendes. Entschieden. Drei Erdmännchen süß. So, jetzt zeige ich euch. Drei Erdmännchen süß. Hast du uns ja gezeigt, leck mich am Arsch. Vor allem Bild 4 finde ich super. Ja. Ich muss sagen, die Baby-Erdmännchen sind nicht so süß wie die richtigen Erdmännchen. Aber das ist ja nur meine Meinung. Bram hat 3000 IQ bewiesen. Das verdient fast einen Extrapunkt. Erdmann und zwei Frauen. Okay. Ich hatte auch direkt an Fiona Erdmann gedacht dabei. Das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Ich glaube Bram nicht. Wir sind jetzt bei Fiona Erdmann gelandet. Okay, also. So. Gut, und Jonathan. So, Jonathan, ich habe darauf geachtet, dass das passt. Jonathan hat sich gefügt. Hat überlegt, seine Gehirnzellen angestrengt und Tiere auf zwei Beinen. Oh, das ist ja smart. Rausgesucht. Ja! Oh mein Gott! Jonathan verdient hier einfach zwei Punkte. Also das ist echt verdient. Das ist nur ein Punkt. Ach nee, ein Punkt. Ein Punkt kriegt er. Nur. Entschuldigung. Ich hätte jetzt die wegziehen lassen. Ja, ist schon okay. Muss man ja hier auf alles aufpassen. Ich merke das. Wieso steht da Peter Kater auf zwei Beinen? Was soll das denn? Wo? Finde ich geil, dass die ganze Zeit da so siamesische Tiere auch drin vorkommen. Jo, stimmt. What the fuck? Also, sehr interessant. Kommen wir zu unserem nächsten Bild. Ja? Nächstes Bild. Wie finden wir das denn auf Google? Okay, keine Ahnung, wie das heißt. Wie finden wir das auf Google? Ah, das sieht schon cool aus. Das ist schon nice. Ja, das ist, glaube ich, der Hogwarts Express. Das sieht wirklich cool aus. Boah, Alter. Ich weiß zwar nicht, was dieser eine komische Dude da unten macht, an dem Zaun, der so komisch guckt, aber... Das ist so simpel. Wir haben auf jeden Fall sehr schnell Tipps eingetippert bekommen. Ja, da hatte ich auch direkt was vor Augen, weißt du. Das habe ich ja letztens in der Netflix-Doku gesehen. Ja. Okay, dann fangen wir mal direkt mit Bram an. Ihr habt eingeloggt. Nichts wird mehr geändert. Und Brammen geht mit... Dampflokomotive auf Drehkreuz. Oh. Heißt das Drehkreuz? Nee. Sehen wir jetzt gleich, ob hier da. Bild zwei. Eine Dampflokomotive doch, auf einem Drehkreuz erscheint. Oh, und Drehscheibe heißt das Ding. Und der Lacker. Genau das Bild, was wir suchen. Ich weiß halt, wann man im und am nicht schreiben muss und wann man auch ein ganz anderes Wort nehmen kann. Ist das aber abgeschnitten? Ist das ein anderes Bild? Nein, das ist genau das Bild. Wenn du draufklickst, ist es wenn du draufklickst, okay. Weil man sieht die Menschen da nämlich nicht das in der Vorschau. Das ist richtig. Deswegen. Da habe ich gerade auch nochmal draufgeklickt. Die drei Punkte nehme ich doch. Brammen bekommt schon mal drei Punkte. Stark. Und holt damit auf den führenden Peter, der aber jetzt Netflix-Doku, auch noch Punkte kriegen kann. Ohne Witz. Dampflok? Naja, glaube ich nicht, dass ich da scheiße. Ich habe aber Dampflok falsch geschrieben, glaube ich. Der hat mir bei, einfach nur mit K, hat er mir immer so rote Kringelchen darunter gemacht. Ach so.
Ach, du hast es mit CK geschrieben. Ja, Peter. Ja, Google, ja, Flock. Google gönnt dir. Gegen den, wie den bösen Vampir. Dampflok. Dampflok. Bahnhof Rotation. Ah! Und da haben wir auch nicht auf die fucking Drehscheibe geachtet. Auch das oder Bild wieder. Rotation oder was auch immer. Peter bekommt bin ich bestimmt gefickt. Zu Recht, Peter. Zu Recht auch. Gut das gemacht. Ich bin bestimmt richtig gefickt. Jonathan hat Lokomotive. Und Kohle. Oh. Lokomotive und Kohle. Ja, dafür gibt es halt zu viele andere Sachen. Ne? Also die da Rotation und Drehscheibe war schon, oder Drehkreuz war schon stark. Was wir hier auf dem Bild sehen. Hast du das Modell direkt erkannt? Also sieht ziemlich genau so aus. Nee. Nee. Klar. Doch. Ja, doch. Auch die vorne diese beiden Aluscheiben. Ja, wobei die sind ja. Ja, die sind ja, aber so schräg. Ja. Die roten Linien gehen schräg da runter an der Seite. Das ist bei dem ja nicht. Oh, der Kessel vorne ist hier rund und bei dem anderen ist da noch so ein Ding drüber. Vielleicht ist das auch ähnlich. Ja. Liegt auch daran, dass man lokomotive Code schreibt, sonst wird das richtig gewählt. Na, das ist halt echt belastend. Na, okay. Also ja, da leider nicht korrekt. Aber immerhin nicht nur ein Kringel von einem N oder M oder so, sondern du hast ja, tatsächlich ja, was ja übersehen. Kommen wir zum ja, nächsten da bin Bild. Ich nicht von ausgegangen, dass das halt, dass das so wichtig ist. Jonathan, was? Ich sehe dich beim nächsten Bild. Das ist doch einfach. Guck mal. Das ist doch schick, oder? Mann, Alter. Das ist doch, was ist denn das für ein absoluter Killerblick? Guck mal, das eine Auge ist viel weiter geöffnet als das andere Auge. Ja, weißt du warum? Weil das die Bierseite ist. Ja, das ist Mad-Eye Moody, Junge. Ich finde den Bart geil. Boah, Alter. Der hat sich das so richtig schön bei dir im Browser bei Google eingeben. Das ist nicht so weit. Ich muss halt hier links in mein Textfeld eingeben. Ja, du musst halt in das Textfeld eingeben, nicht in dein WhatsApp oder so. Scheiße, wie schreibt man denn da? Schreibt man... Oh, so. Sonst macht das keinen Sinn. Also ich finde, das ist ein grandioses Bild. Also ganz toll, wieder hier vorbereitet von der Redaktion. I like it. Das ist schwieriger. Das ist schwieriger. Jetzt beim ersten Mal. Oh, fuck. Nee, ich auch nicht. Ich bin so geflasht. Also wenn der mich anguckt, ne? Da der Bart ist halt klar. Richtig dicht. Ja, aber der hat ihn auch schon geil abgewellt, ey. Ja. Sieht echt so komisch Wellen aus. Wellenlocker, ne, Lockenwellen. Wie heißt das Gerät, womit man so Wellen in den Haaren macht? Lockenstab, ja, von mir aus. Ich bin auch kein Profi, also, ehrlich gesagt. Ihr habt hier euch entschieden. Finde ich gut. Kommen wir zu unseren ersten Schätzungen. Peter geht mit Oktoberfest und Bärte. War? Oktoberfest und Bärte. Ach, scheiße, da kommt so eine Wichse, ey. Oh Mann. Oktoberfest und Bärte kann man kaufen. Ist schon nah dran. Ja, super. So eine Scheiße, ey. Der Brammen geht mit Mann mit Bart, trinkt Maß Bier. Das geht schon eher in die Richtung, aber. Fuck. Leider. Scheiße, hier klingelt's kurz. Leider nicht. Ja, ich muss mal wirklich sagen, in Deutschland gibt es viele Leute mit Bart, die ein Maß Bier trinken. Was? Oh. Jonathan hat das nochmal ein wenig eingeschränkt. Jonathan geht mit einem Bayer. Das ja, ist gar hat... nicht so verkehrt. Also, was ist das denn hier? Das ist super nah dran. Das ist der gleiche Typ ohne Brille. Oder was? Jonathan, Scheiße. Es tut mir leid. Der hat auch den Bart so schön hochgegelt. Horst Seehofer auch. Freut sich über sein Maß. Und wir gehen mit unserem ersten Hinweis hier. Das ist nur zwei Wörter lang. Nur zwei Wörter lang. Okay, du hast mitbekommen, dass Bram an der Tür ist, ne? Alles gut, ich bin wieder da. Ja. Okay. Nur kurz Schnellpost angenommen. Gute Frage. Erster Hinweis, zwei Wörter lang. Hä? Und ich muss gerade kurz erwähnen, dass bei diesem Suchbegriff das ein bisschen zu scrollen ist, weil die Seite, die wir hier haben, also die Hälfte hier,
dann müssten wir hier so ein bisschen so machen. Dann würde das wahrscheinlich... Deswegen hast du bei den bisherigen schon ein bisschen weiter runter gescrollt. Genau. Weil wir hier nur den halben Bildschirm haben, beziehungsweise einen Ausschnitt vom Bildschirm. Okay. Was müsste man da eingeben? Scheiße. Nee, das passt ja alles nicht. Das ist doch blöd. Warte mal. Sollen wir wirklich gerade warten? Nee, alles gut. Ich habe mich verzählt. Ich war gerade verwirrt, ob das eine 6 sind. Nee, das sind 2x7. Boah, was könnte das sein? 2x7 Buchstaben. Nehmen wir schon mal in das Feld. Machen wir schon mal leer. Für eure neuen. Okay, ich hab's herausgefunden. Ich glaube, das funktioniert ich weiß nicht, aber ich probier's mal. Wir schauen uns an, was ihr eingegeben zwei habt. Zwei Wörter mit 7 Buchstaben gefunden. Hurra! Also Peter hat richtig. 2 Wörter gefunden. Brammen hat 6 gefunden. Ist aber auch okay. Brammen geht mit quasi SEO so ein bisschen. Maß, Bier, Mann, Brille. Also, da sind einige Wörter mit dabei. Der Dalai Lama ist dabei. Aber alles schon wieder zu wir kurz. Haben hier leider nicht das gewünschte Bild bei. Ram, tut mir leid. Ja, Peter hat sich reingezwängt in die 2 Wörter und geht mit Oktober. Und Rentner. Fest. Oktober passt aber. Peter sieht oder? Da die Rentner im Oktober. Ja. Doch, die Rentner Oktober im Oktober, passt, die natürlich. Sehen sich auch eher auf der Parkbank oder beim Spazieren. Das hätte ja ist sein können. Leider nicht zielführend gewesen. Und Jonathan geht mit München, auch sehr schön. München ist gut. Und Hofbräu. München und Hofbräu ist auch schick. Aber findet man nicht diesen charmanten, netten Kerl. Mann, das ist ja auch sogar das Zeichen davon quasi. Ja, aber es ist wegretuschiert auf diesem Bild, ne? Ja, schon ist aber egal. Was ist denn das Original? Das Original. Ein Wort gebe ich jetzt, ja? Dann gib doch beide. Ja. Kriegen wir alle einen Punkt, geil. Na komm, ich gebe euch das. Was ist denn das für eine Scheiße? Das zweite Wort ist Deutsch. Das erste Wort wird hier gesucht. Ja, fuck. Dafür gibt es noch einen Punkt. Wenn ihr das Wort findet, kommt ihr einen Punkt. Deutsch ist das zweite Wort. Ihr könnt natürlich auch weiterhin irgendwie SEO-mäßig unterwegs sein. Ist ja euch überlassen. Das ist doch scheiße. Aber Deutsch ist das zweite Wort. Ja, das passt nicht. Ja, komm. Nee, das passt auch nicht. Das ist doch scheiße alles. Bin sogar fast der Meinung, dass wir das schon mal hatten. Aber das wird euch nichts helfen. Weil, das habt ihr eh schon wieder vergessen. Also? Ja, davon kannst du ausgehen. Ja, aber das ergibt ja auch keinen Sinn. Das ist doch alles scheiße hier wieder. Ja, ich hab mich schon mal für das richtige Wort entschieden, glaube ich. 2 Wörtern ist ja nämlich gar nicht so einfach. Könnte zu einfach werden, aber... wird gestruggelt. Naja, 7 Wörter sind halt... 7 Buchstaben ist halt nicht so einfach, ne? Das stimmt. Wir loggen mal ein. Für diese finale Runde. Ach, Jonathan hat hier Hofbräu. Bleib mal Hofbräu. Und Deutsch genommen. Ja, meinst du, dann würden die das auspixeln? Hofbräu, Deutsch. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das so ein Stockfoto, was trotzdem Hofbräu hat. Wir sehen sehr viele Hofbräu-Flaschen. So. Ah, okay. Aber leider nicht das gewünschte Wort. Peter geht mit Jonathans Vorschlag. Also München Deutsch. Ja, glaube ich halt auch nicht, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. München Deutsch. Deutschkurse in München. Ein paar schöne. Ja, wieder sauer jetzt gewesen. Ein paar schöne Bilder von der Landschaft. Soll ich nicht sauer sein?
Und wir kommen zu Brammen. Der hat Klischee. Deutsch. Oh, das ist aber Klischee hat einen Buchstaben zu viel. Ach so. Oh mein Gott. Aber ist trotzdem dabei. Oh mein Gott. Als ob. Klischee Deutsch. Oder aber auch typisch Deutsch. Hat, guck mal, wie weit oben mein Bild schon bei Klischee-Deutsch möchte ich sagen. Brammen hat sogar den besseren Begriff gefunden dafür. Oh Gott, ja, verdient. Starke Leistung von dir, Bram. Einfach gut. Dafür bekommt Brammen einen Klischee. Weiteren Punkt. Und wir gehen weiter mit unserem nächsten Bild. Oh, Peter, man sieht ganz häufig da deine Beine auf dem Foto. Was haben wir denn hier für ein schickes Teil? Hä? Das ist doch nice. Das ist doch nice. Das ist schon nice. Aber ja. Wie kommen wir da über Google hin? Ich weiß nicht mal, was das ist. Alter, Scheiße. Merkel hält die Bratwurst im Brötchen hoch. Geil. Ich weiß auch nicht, was das ist. Scheiße. Vielleicht bringt dir das auch gar nichts, wenn du weißt, was es ist. Ich glaube, wenn ich weiß, was für ein Auto ist, ist das ganz schön vorteilhaft. So. Ihr seid fleißig am Tippen, finde ich ja. Gut. Der Michelin-Mann lacht uns entgegen. Wenn wir das mal so. Ich glaube, die Rennserie hat auch einen bestimmten Namen. Aber ihr habt eingegeben. Und ich logge hier einfach mal ein. Wow! So schnell war ich nicht. Tut mir leid. Ganz ruhig. Bram hat noch nachgelegt, aber jetzt ist okay. Ne? Größer ist das Feld eh nicht. Kommen wir mal zu unserem sehr, sehr ambitionierten SEO-Forscher. Bram schreibt: Auto mit 4 Reifen auf Asphalt neben weißem Strich und rotem Strich. Schäfer, Choppard, Stiftung Warentest. Stimmt, das ist auch Platz. SO. Ja. Schäfler, Choppard, SO, Mobil 1. Das ist Bram sein Tipp. Mobil 1, okay. Und, wir haben das genug. Richtige Auto gefunden. Wir haben wo denn? Das richtige das ist das Bild, würde ich sagen, auch gefunden. Das ist das Bild, denn? Nur ach, da in unten. Größer. Und damit bekommt Brammen. Habe ich noch nicht gesehen. 3 Punkte. Das ist jetzt belastend. Das ist natürlich nice. Das war ein Spar. Das ist natürlich nice. Ich weiß Bram. Immer noch nicht, was das für ein Auto ist. Ach, das ist die WC. Porsche ist das, ja. Ja, das konntest du aber erkennen. Bitte. Das bitte Porsche, das konnte ich erkennen. Ja, pass auf, das steht. Das steht. Porsche-Zeichen. Da steht auch Porsche oben auf dem Fenster. Auf der Windschutzscheibe steht Porsche. Oh, ja, boah, lol. Auf dem ja, egal, brauche ich gar nicht. Ich habe Schaeffler, Choppard, Aston Mobil 1, Junge. Easy. Als ob, ey. Kommen wir mal zu Jonathan. Der hat nämlich auch erkannt, dass es ein Porsche ist. Geht aber mit GT4. Ich dachte, das wäre ein GT4. Und geht dann mit dem Sponsor Schaeffler. Scheiße, das ist kein GT4. Landen nein, das ist kein GT4. Fuck, ich weiß nicht, wie die aussehen. Leider nicht richtig. Peter geht mit Hypercar Racing. Keine Ahnung. Hypercar Racing. Sieht ähnlich aus. Als wenn ich bei einem Sportwagen den einzigen Punkt mache. Brammen holt den Schwarzen. Taktik funktioniert, ey. So eine Scheiße. Ist halt echt so. Ha. Ja, Bram ist der Einzige, der diese Runde Punkte gesammelt hat. Moin. Und hat sich damit auf Platz 1 katapultiert mit 10 Punkten. Lehne ich Peter mich doch mal spannend nach hinten. Mit 9 und Jonathan mit 5 Punkten da hinten. Wir haben noch 3 entspannte Bilder vor uns. Und es, ich würde sagen, ist noch alles drin. Kommen wir zum nächsten. Das ist das hier. Das ist dieses schöne Bild. Könnt ihr euch mal was zu überlegen. Sieht ein bisschen aus wie bei uns damals in der Schule. Wie sieht denn das aus bei uns in der Schule? Sind wir auch krass mit den Scootern rumgedüst? Nicht? Peter. Nee. Ja.
Hey, lassen wir so. Wir müssen uns erstmal rantasten. Okay. Ja, scheiße, Alter. Ey, das ist ein Kackbild. Damit werde ich keine 3 Punkte holen. Jonathan, wir gucken direkt nach, ob du damit 3 Punkte holst. Nee. Wir gehen mit Jonathans Scooter. Stunt. Pipe. Scooter, Stunt und Pipe ergeben. Was? Ein Scooter. Finde ich gut. Was ist denn das für eine Scheiße? Jonathan hat ganz viele Stunt-Scooter. Die Pipe ist dieses Rohr. Jo, stimmt. Echt? Ja, stimmt. Der Handgriff. Der Handgriff, den man dann auch kaufen kann, der heißt wohl Pipe. Okay. Ich hatte natürlich an die Halfpipe gedacht. Bram geht mit den US&A und einer netten Rampe. Oh, das sieht gut aus, aber. Nee, das sieht nicht gut aus. Du kannst auch eine Rampe kaufen, Bram, nur für 30. Was, 30 Euro? Was? 30 Euro? 11-teiliges Skatepark. Das ist für ein Fingerboard. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Okay. Scheiße. Bram leider nicht das richtige Bild dabei. Und Peter geht mit Cityroller. Ich dachte, der heißt Cityroller. Das war ein richtiger Boomer-Begriff. Peter geht mit Cityroller. Alter, Roller. Du bist näher dran, finde ich, als Jay. Aber guck mal, sogar mit Beleuchtung an den Reifen, Alter. Guck mal, das sind doch Cityroller, das ist doch genau das gleiche. Okay, die heißen Scooter, okay. Ja, Peter, das heißt mittlerweile Cooler. Okay, alles klar. Cooler wird jetzt auch der erste Hinweis. Ich bin mit meinem Cityroller hier unterwegs. Keine Ahnung, ich bin mein Alter. Scooter ich unterwegs. Ich hab ein Auto. Wir haben den ersten Hinweis, der besteht aus 2 Wörtern wieder. Einmal wieder 7 und einmal 5 Buchstaben. Sieben und 5 Buchstaben. Und ihr seid echt fix hier heute. Ah ja, da sprudelt aus euch raus. Dürfte eigentlich hoffentlich keinen Unterschied machen. Cityroller. Okay. Wir gehen mit Peters Cityroller. Den er jetzt umgemodelt hat zu Scooter. Ich bin echt Sammy. Sauer, wenn das jetzt da drin Sammy. Ist. Oh. Was ist los? Okay. Tja, Peter. Sammy hat gerade Enter gedrückt. Peter ist leider... schade. Schade. Peter die Werbung geht. Aber wegmachen. Was? Nein. Peter ist noch nicht durch. Doch. Ach so. Durch? Warte. Ja, gib mir kurz eine Sekunde. Ich muss mal eben hier die Fenster wieder alle richtig ordnen. Peter hat Scooter und Stunt. Wir machen Enter. Bleibt dabei. Scooter und Stunt. Stunt. Da immerhin einer. Fuck, ey, das habe ich auch gemacht. Jonathan hat genau das gleiche Wort getippt. Beziehungsweise ich hatte Scooter, Stunt, Pipe. Ey, wie ich wieder die Kotzen gekriegt. Die Brammen war smart, vielleicht. Was soll man denn da sagen? Er hat sich noch einen Trick dazu überlegt, denn er war der Meinung, das, was er hatte, das war doch gar nicht so verkehrt. Und man sieht jetzt auch schon einige Tricks, aber nicht das gesuchte Wort. Leute! Mach doch jetzt mal bitte das zweite Wort. Du hättest gerne das zweite Wort? Ja. Echt? Ich hab schon predicted. Ja, ich kann eh nicht aufholen. Jonathan? Das zweite Wort. Du Scheiße, als ob. Jay, ich hasse dich! Ja komm, dein erster dachte ich wäre auf jeden Fall Scooter und dann kommt jetzt ein Trick. Also das erste Wort ist nicht Scooter, denn sonst würden wir das Bild ja offensichtlich. Sehen, denn Stunt ist das zweite Wort. Ja. Hä? Stunt ist das zweite Wort, da wart ihr schon richtig. Nur Scooter ist halt. Okay, was könnte richtig. Das denn sein? Oh, Cityroll. Oh, ein Trampolinscooter gibt's auch. Geil. Ist ja fancy. Lass mal shoppen gehen. Ha. Das also, ist keine Ahnung. Hier wird wieder fleißig getippt. Keine Ahnung, das erste Wort ist. Also müssen wir anders gehen. Sehr gespannt. Jonathan ist noch hart am struggeln. Jonathan lacht sich den Arsch ab. Finde ich gut. Es wird nicht funktionieren. Okay. Egal.
Fangen wir mal an mit Bram. Ich habe mich damit abgefunden. Auf den, mit dem letzten Platz, ey. Oh, meinst du, der macht einen Salto? Rückwärtsstunt, Scooter. Ja, kann gut sein. Also Salto, Rückwärtsstunt und Scooter hat er. Und er bleibt dem Scooter treu ergeben. Na, ich weiß halt nicht, was das erste Wort ist. Und wir haben ein Salto mit dem Fahrrad. Ein paar Scooter sind auch zu sehen. Aber nicht das gewünschte Bild. Peter geht mit Extreme Stunt. Könnte das klappen. Natürlich auch. Wird klappen. Hä? Ich glaube nicht. Ja, wenn die Marke Extreme Stunt heißt, wa? Wie die MPG VX8 Extreme Stunt Scooter. Oh mein Gott, Alter. Ja, Peter, das kann man aber wissen, ey. Obwohl nur City Roller, wenn man nur City Roller hat, ne? Oh mein Gott. Also, Peter. So, meine fucking Firma heißt jetzt nicht krass. Jonathan geht mit krasser Stunt. Und das ist eine Konkurrenzmarke. Ja, bin ich sauer. Yes! Da hab ich aber endlich den Punkt. Oh mein Gott! Da hab ich aber den Punkt. Krasser Stunt ist nämlich immerhin das gesuchte Wort auch gewesen. Jonathan hat sich selbst schon aufgegeben gehabt. Also krasser Stunt, ich trotzdem so auch noch. Wild dann erst. Ohne Witz, was aber ist das für eine Scheiße? Wir haben hier Mission Impossible, wir haben GTA und Co. Aber Jonathan hat es einfach rausgeholt. Und sichert sich damit einen weiteren Punkt. Manchmal ist halt simpel, war krasser Stunt. Ja. Unfassbar. Jetzt kommen wir zu einem Bild. Der City-Roller. Der City-Roller. Da sehe ich mich als Papa. Was? Warum siehst du dich da als Papa? Ja, es ist so Julius. Möchtest und du die beiden Frauen begatten oder was? Hä, was? Das sind. Okay. Sie sehen jetzt noch nicht so alt aus. Ich würde sagen, das sind Kinder. Ich würde auch sagen, das sind Kinder. Aber wonach googelt man da? Und? Gute Frage. Boom, Jürgen! Bram ist gut dabei. Bram ist gut dabei. Da habe ich ein gutes Gefühl wieder. Da habe ich ein gutes Gefühl. Da kann ich dir auch immer sagen, keine Ahnung, ob das Richtige trifft. Und ich kann euch auch sagen, das ist nicht, also SEO-Sachen sind nicht die Lösung. Ja, okay. Nicht aber die Musterlösung. Muss man ja nehmen. Ja, ja. Man muss ja irgendwie anfangen. Okay, Jonathan, bist du noch am Überlegen? Du bist durch? Ja. Geil. Dann gehen wir mit Jonathan als erstes, weil das ist nicht so viel Schreibarbeit. Was? Was habt ihr denn bitte alles genommen? Blondliegestuhl, Limonade. Oh, scheiß auf die Limonade, habe ich überhaupt nicht geachtet. Hä? Pretty das ist es? Mädchen. Das ist ja belastend. Und das mehr, war's. Mehr Fotos gewinnt nicht. Und nix ist mein Favorite. Das sieht aus wie eine richtige Griff, mehr Bilder gibt's leider dazu nicht. Aber wir haben ja noch ein paar weitere Vorschläge von euch. Bram und Peter sind wieder sehr ähnlich unterwegs. Die Limonade ist scheinbar nicht so wichtig. Zwei Mädchen. Mit Sonnenbrille. Und jetzt unterscheiden sie sich erst, aber nicht wesentlich. Gehen wir erst mit Peter. Auf Liege im Garten. Das ist Peters. Ja, ist natürlich falsch. Das ist natürlich falsch, denn? Weil Bram. What the fuck? Weil Bram ist der einzig wahre SEO-Meister. So sieht's nämlich aus. Ne? Die trinken nämlich auf Liege. Auf der Liege. Ja? Die trinken auf Liege. Oh, wenn das jetzt dabei ist. Und ich dachte, nee, okay. Okay. Auch hier gibt's voll wenig Fotos immer nur. Sehr wenig Bilder. Ja. Mädchen ist, glaube ich, auch nicht der richtige Begriff. Ja, kommen wir mal zu unserem Hinweis. Krasser Stunt ist der zweite City-Roller. Unser erster Hinweis besteht aus zwei Wörtern. Da sind wir leider nicht so ganz in der Richtung. Okay, what the fuck? Alter, wie viele Wörter sind da? Buchstaben. Ja. Das schon wieder Sinn. Das stimmt, das sind einige Buchstaben. Aber dafür auch nur zwei Wörter.
Scheiße. Sehr gespannt. Muss man da jetzt natürlich abwägen, welche Sachen auf dem Bild im Zweifel ja, keine Ahnung, Alter. Reinpassen, aber muss ja auch nicht was sein, was auf dem Bild zu sehen ist. Das ist so scheiße. Kann vielleicht auch über drei Ecken da hinkommen. Jonathan struggelt noch. Ist es nicht so simpel? Nee, nee, ist auch nicht. Ist auch nicht so simpel. Zwei attraktive Mädchen mit dem langen, was? Das sind Stoppfotos. Ach so, das ist gerade bei den, bei der Google. Ja, ja. Okay. Jonathan überlegt mal. Ja, keine Ahnung. Ja, Komm, deine Schnellschussdinger waren bisher am besten. Ja, kannst du knicken, Alter. Okay, dann gehen wir doch direkt mit Jonathans Liege, ich glaub, das passt auch gar nicht. Stühle und chillen. Liegestühle chillen. Ja, da, das zweite finde ich ja schon mal super. Da chillen wir. Das passt schon mal entspannt nicht. Entspannt auf den Liegestühlen. Bram geht aber auch mit entspannter... Nee, Entspannung. Und Sommer. Entspannung und Sommer. Oh. Gibt uns schöne Bilder. Oh. Aber eher was von hey, Strand. Ist alles okay, solange ihr auch keine Points gerade macht, ist okay. Ja. Aber Peter. Ja, Peter. Der Liegestuhl hat Liegestuhl und nicht. Kinder. Doch, Liegestuhl passt. Liegestuhl hat 10. Ha. Peter, möchtest du eine Marke für Liegestühle für Kinder machen? Ach, scheiße. Ist leider... Liegestuhl für Kinder. Tatsächlich, Liegestuhl passt ja wirklich. Alter, ich hab das mich verzählt. Fuck! Ja, aber ist das Ding überhaupt kein Liegestuhl? Nee, ich würde sagen, das ist gar kein Liegestuhl. Das ist kein Kind. Kein, genau, jetzt habe ich das Wort schon gesagt. Ja, guck mal hier. Wie heißt denn das? Kinder heißt das. Okay, Kinder hatte ich dann ja recht. Kinder war schon richtig. Also, wir sehen hier auch Kinder auf dem Bild. Aber. Oh. Was umschreibt die Kinder hier? Den Punkt krieg ich. Bram? Den hole ich mir jetzt noch. Bram sieht den Punkt. Ja. Einen Punkt haben oder nicht? Das ist schon relevant. Peter ist dir dichter auf den Fersen. Und Jonathan hat noch... Kacke. Rechnerisch zumindest die Chance. Komm, Jonathan. Ich glaube an dich. Das ist doch scheiße. Was ist der erste Begriff? Ich gebe euch noch den Hinweis, es ist manchmal nicht so offensichtlich. Und es ist ein sinnhaftes... also das macht halt auch Sinn. Es ist halt nicht einfach nur SEO-Wörter hintereinander geklatscht, ne? Ja, ja, ja. Ja, nicht aber Liegestuhlkinder. Ja. Ja, okay. Vielleicht ja schon. Oh Mann. Aber vielleicht findet man das damit auch. Okay, Jonathan. Nein, warte. Okay. Jeder möchte nochmal Bedenkzeit haben. Ja. Das ergibt. Peter, nimm mal das erste, was dir einfällt, habe ich auch gemacht. Ich dachte erst, geil, ich hab's. Und dann dachte ich mir, nope. Okay. Peter, bist nein, du... Nein, 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 nein! Ich sag dir schon Bescheid dann! Ich will keinen Stress machen. Ja, machst du. Peter, bist du fertig. Das passt alles nicht! Oh. Das ist ein Problem, wenn das nicht passt. Ja, ich weiß. Jetzt, weil ich es dir gesagt habe. Ja, der ganze nur Buchstaben mit neun Buchstaben, Wörter mit neun Buchstaben. Ich hab nur welche mit 11. Ach, weißt du was, ist mir scheißegal. So, hier, fertig. So, komm, dann Peter, weiß ich jetzt, wie das Ding heißt. Wieder geht mit trinkenden Kinder. Der Ansatz ist zumindest richtig. Aber wir sehen nur Alki-Kinder. Was ist denn das hier? Ja! Als ob du dann so Alkoholkinder nur kriegst what bei trinkenden Kinder. Oh mein Gott! Als ob!
Leben mit der Sehnsucht nach einem Bier. Okay, ja, okay. Peter? Vielleicht müssen wir nochmal reden, ist aber leider nicht das gesuchte Trash. Wort. Dein Browser. Aber das passt doch nicht. Gartenliege Kinder. Ja, aber ist doch egal. Das hatte ich da auch erst stehen, aber das passt ja nicht. Hatte das auch stehen und es ist halt absolut, du kriegst halt eine Gartenliege raus, ne? Für Kinder. Und Jonathan geht mit chillenden Kindern. Mir irgendwas von Boomer-Begriffen erzählen. Jo! Die Chillkröte. Was ist das denn für eine Katze? Die Teeny-Weeny-Kinderkette unten. What the fuck? Alter, was ist los? Ja, okay, keine Ahnung. Okay, chillende Kinder ist nicht zielführend, aber... Sondern? Also das erste Mal, dass wir es nicht rausgekriegt haben... Oh, verwöhnte Kinder. Verwöhnte Kinder, ey. Yeah! Verwöhnte Kinder sind unselbstständig. Bling, Bling Empire, sag ich denn nur. Verwöhnte Kinder sind unselbstständig. Yeah. Kommen wir zu unserem großen Finale, dem letzten Bild. Und ja, ihr müsst mir sagen, wie kommen wir dorthin. Bram hat 10 Punkte, Peter 9 und Jonathan 6. Damit hat Brammen noch eine ganz okaye Führung. Aber für Peter ist noch alles drin. Jonathan könnte noch den zweiten Platz sich ergattern. Mit Peter zusammen. Bin sehr gespannt auf eure Einfälle. Reicht so. Sehr gespannt. Finde ich geil. Was ich da schon lese, ist schon großartig. Mhm. Jonathan, du bist damit durch? Ja. Okay, dann loggen wir ein und wir fangen wieder mit Jonathan an, weil das ist einfach entspannter. Du bist moderatorfreundlich. Also ich würde dir schon gönnen, jetzt 3 Punkte zu kriegen. Ja. Peanut the Dog. Jetzt? Wieso denn Peanut the Dog? Warte mal, will ich da jetzt Enter drücken? Jonathan? Ja, bitte. Was passiert jetzt hier? Ich will jetzt wissen, hier? Ob das dahinter kommt. Alter! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ich habe gerade nur ganz schnell rausgesucht, Dinge, wonach man nicht googeln sollte. Da kam als drittes Peanut the Dog und das fand ich, ich wusste nicht, was das ist. Alter, was aber ich ist wollte das es wissen. Denn? Alter. Mach es weg! Was okay, ist das Peter, für ein hässlicher so Hund? Das ist das hässlichste Hund der Welt, oder? Es gibt das doch ist das so hässlichste Dogs. Hund der Welt, Junge. Okay, Peter, schade. Du hast so viel eingegeben, da musst du jetzt noch ein bisschen hingucken. Ah, gut. Indianer. Dann gehen wir mal da. So habe ich das nicht geschrieben. So schreibe ich das aber immer. Ja. Harry Potter. Mal gucken, ob er es herausfindet. So, Peter hat einfach alles draufgeschrieben. Nee, weiß nicht, habe ich weggelassen, war mir zu lang. Da hat er doch easy peasy geballert. Hätte einfach nach John Williams suchen müssen. Das sind alles John Williams Lieder. Ja, okay, aber ich könnte auch einfach nach Filmmusik Star Wars E.T. Ja, Indiana Jones Harry Potter suchen. Auch. Das geht natürlich auch. Und 3 auch. Punkte bekommen. Bram hat sich so eine Scheiße, ey. Jetzt kann ich meine Lamp-Party nicht mehr sehen. Stormtrooper E.T., Indiana Jones und Harry Potter. Oh. Scheiße. Fuck, wurde die Filmmusik nicht erkannt mit den Noten im Hintergrund. Ich wollte noch ein Lied dahinter schreiben, aber... Einfach nur Filmmusik hätte gereicht. Das wäre auch die Lösung gewesen. Ja, mach weg. Das ist ärgerlich. Peter hat immerhin nicht letzter gewonnen. Hat noch Bram eingeholt, ey, der so stark heute war. Aber, gut. Glückwunsch an Peter. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen hier bei Google Bilder rückwärts raten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.